Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem einzigartigen Alex und der unverkennbaren Mausi. Hallo. Grüße. So, düsen wir jetzt hier nochmal schnell die restlichen Questen ab und beten, dass in 4 Minuten Strahlenschlägerei. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. So, hier sind sogar noch legendäre Ghule. Okay, nehmen wir. Legendäre Thule? Ja, legendäre Thule. 2 Stück sogar. Was sind denn Thule? Das sind sowas ähnliches wie Ghule. Bloß in einer besseren Variante und besseren Version. Ah, okay. Mhm. Aber die können auch nur bei mir auftauchen. Hm. Okay. Also jeder andere, der Fallout 76 spielt, bei dem kann nur Ghule kommen. Und bei das mir sind die Thulen, die Thulen-Thule. Achso, das sind die Thulen-Thule. Die Thulen-Thule. Nicht zu verwechseln mit den coolen Ghulen. Genau. Die coolen Ghule, das sind ja wieder was anderes. Weil ich habe ja nur den nachgemachten Kram. Das sind die Thule-Ghule. Thule. Also die Thule. Haben die auch so eine Toolbox und dann können sie irgendwas basteln, ja? Ja. Das sind also Handwerker-Ghule. Ja. Ja. Was craften die dann so Schönes? Ja, auch allerlei Ghulzeug so. Alle Ghulzeug. Was ist denn Ghulzeug, Mausi? Darf ich nochmal über Denkzeit haben? Nein. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. An alle, die mich hören können. Es gibt da einen kleinen Notfall. Die Hornsträucher in der gesamten Gegend sterben ab. Wie soll das Hornsträuchfest ohne diese prachtvoll blühenden Bäume stattfinden? Ich brauche jemanden, der diese armen Bäume düngt. Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem. Ich hab jetzt den Bug, dass mein Heil, was ich brauche für Wort, jetzt nicht lootbar ist. Okay. Weil das mir durch den Boden gesprengt worden ist. Ja, läuft. Aber ich es unter dem Boden noch mit meiner Explokraft wegschießen kann. Gut, machen wir mal anders. Machen wir mal. Gehe ich mal kurz hier. Ich könnte das nochmal reparieren. Wir können diesen Bug umgehen, wenn ich Glück habe. Das heißt, ich porte einmal raus aus dem Event, porte in ein anderes Event. Nehmen wir mal hier jetzt, das ist ein Eschieb. So. Und dann erledigen wir dort ein paar Gegner. Geht super. Ich kann nicht, ey. Gut, T-Töre mache ich gleich, aber ich gucke erstmal, dass ich meinen Peilsender nochmal hinkriege. So, und jetzt. Du hast den Blutatlas steht da nämlich gemacht. Eine Leiche und tot. Ich kann sie einfach looten. Haha, Zauberei! Turtle kann zaubern. Oh mein Gott. Ja, nee, ich kenne einfach nur die ganzen Bugs schon in- und auswendig. Und weiß, wie man sie behebt. Holy moly. Ja. Ich spiele das Spiel einfach zu lang. Das ist das Problem. Mich bringt da so ein Bug nicht mehr aus der Ruhe.
Ah, hier sind wir jetzt Thule Gule. Nee, Thule. Nee, Toolbox Gule. Oder, nee. Jetzt hatten die schon zu viele Namen. Jetzt sind es wieder Gule. Verdammt. Thule Gule. Schließt euch mir an. Der T-Terror wartet. Zu dritt sind, dann hat jeder ein Rohr. Das heißt, ich kann diese Ecke hier campen. Camper-Modus aktivieren. Find ich gut. Okay. Mausi findet das gut. Ich mag's, wenn's bumm macht. Oh, verdammt. Alex ist ja noch nicht auf seiner Position. Ah! Verteidigen, verteidigen, verteidigen! Da hinten kommen noch ganz viele Wölfe. Mit dem Tesla musst du näher ran, Alex. Du hast nicht genug Reichweite. Alles dabei für Reichweite. Alles dabei, okay. Gleich fliegen die Orbitalschläger. Alles dabei. Pumps. Nee, da besitze ich keine. Soll ich dir meine letzten vermachen, die ich hier auf dem LP-Char habe? Nee, behalten wir. Ich hab. Müsste nur eine Kiste haben. Alle Granaten. Pumps. Normale Granaten sind aber nicht so schön wie Orbitalschläge, Alex. Ja, die meisten regen sich da aber auf. Ja, stimmt. Schon wieder Orbitalschläge? Ja, ist ein Turtle. Dabei nur, wenn ich sie frisch hergestellt habe, übertreibe ich damit. Weil dann schmeiße ich so 20 hintereinander weg. Damit man dann nur noch weiß sieht. Ja, ich muss hier auf dem Großen eigentlich mal wieder neu basteln. Weiß ich gerade gar nicht. Der noch welche in der Kiste hat. Distanzfeuerwerk bockt heute ein bisschen ziemlich häufig. Ist er kaputt gegangen oder was ist hier los? Kann ich ja schon rechnen, jeden 20. Gegner hier. Ha, 5, 4, 3, 2, 1. Nächste Welle rückt an. Hätte ich beinahe die Kröte durchgelassen. Alex, dich lieben schon wieder die Ameisen, wa?
der Endgegner schlechthin. Noch eine Minute durchhalten. Das werden wir nicht schaffen. Es sind zu viele Insekten. Ich werde irgendwie mein Kaliber 50 Munition null los, ne? Mausi, hinter dir kommt eine Kröte. Ich hab sie gesehen. Da war hinter mir nichts. Warum hast du mich abgelenkt? Weil ich's kann. Und weil Ameisen hier sind. Noch mehr Ameisen. Noch? Warum kommen jetzt die ganzen Ameisen hier? Donnerlittchen! Ameisen unsere Gäste tragen wirklich die befassten. Ja, liegen hier ein paar Stück rum. Brauchst du noch mehr? Sehr innovativ. Alex? Bitte? Brauchst du noch mehr Ameisen? Nee, ich hab genug jetzt. Für Ameisenlager oder was? Alex? Ja? Für Ameisenlager oder was? Nö, man braucht's halt gern für Trauglast. Ja, wären doch die Brahmen von Freilandhaltung wären noch deutlich besser gewesen. Naja, jetzt habe ich zwei Kühlschränke voll, das reicht schon ein Stück. Zwei Kühlschränke voll. Okay. Ja, ich hab definitiv erstmal genug Fleisch. Wenn das alles vergammelt ist, das gibt schön viel Dünger. Ja, da kannst du eigentlich jetzt haben, wenn meins vergammelt ist. Nehmen wir nochmal das hier, dann nehmen wir noch einen Ripton, dann nehmen wir noch einen Angler, dann nehmen wir noch einen Hund, einen Happen. Alles irgendwie mal durchfressen hier. Oh, Kakerlake hier, yay. Und ganz viel Wasser habe ich auch schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Ich bin immer noch überladen. Was? War das jetzt so viel Fleisch oder was? Kann doch nicht sein. Ja, ach so, ich habe ja noch Bleigewichte. Ja. Okay. Hab meine Überladheit gefunden. Ich hab die Gewichte noch nicht kaputt gemacht. Na komm, dann können wir auch nochmal ein Event machen. So eine kleine Eschip-Event wieder mal. Bevor wir das Gescholene wieder zurückbringen. So. Müssen wir sogar suchen. Oh, oh, oh. Nein, 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 ja. Mal kurz abholen hier. Die kleine Horde. Ja, ja, ich höre euch schon. Ich brauche noch mal ein bisschen Stahl hier.
Na, aber. Okay, der will nicht. Mach ich dich halt mit E. Ja, dies ist der Ursprung allen Bösen. Einmal alle mit und fertig. Vergiss es, Maulwurfsrädchen. So, dann gucken wir mal, dass wir die Fotos jetzt machen. Was Legendäres haben wir ja schon wieder drin. Pro Folge mindestens einen legendären Gegenstand. Das ist immer gut. So, schnell. Foto und weiter. Sagen, warum leuchtet der Siedler so komisch, aber der ist durchs Licht gelaufen. Seltsam, was du da im Wald gefunden hast. Auch nicht ins Licht. Nein, du es nicht. Genau. Es tut aber trotzdem. So, alle Hubs, alle Hubs. Du hast. Ja, hier. Eigentum und so. Sag Bescheid, Problem. Wenn draußen vor der Stadt irgendwer rumlungert. Kann ein paar Schießübungen gebrauchen. Wir haben. Die Schießübungen machst du sowieso nicht, weil wenn die Kultisten hier wieder reinrennen in den Foundation, dann ignorierst du sie. Hm? Die Siedler sind mal wieder übermütig hier. So, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Wollen wir mal gucken. Lass mal den hier nochmal abgeben. Ich habe. So, hier Intelligenzboost. Gib ab. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch den Koch hinkriegen. Den superschweren Koch. Kann ihn ja nicht immer ignorieren. Warum nicht? Weil er die legendäre Scheine gibt. Und ich brauche immer legendäre Scheine für legendäre Module und legendären Voltstahl. Auch wenn er nicht legendär ist. Willkommen zu unserem Wochenendgrillen. Zumindest glaube ich, dass Wochenende ist. Es scheint Probleme mit meinem internen Kalender zu geben. Der Hemlock Holes Golf Club möchte. Und Hirschis sind immer was Gutes. Oder, Alex? Ja. Ich sagte, Hirschis sind immer was Gutes. Na, jetzt richte mir auf die Tür. Hier hinten hin. Hirschis. Ein Hirsch. Zwei Hirsch. Drei Hirsch. Vier Hirsch. Wunderbar. Dann können wir hier, wenn wir hier sowieso hier hinten sind, das war aber ein Stück weiter hier oben, noch einmal den Alien Blaster mitnehmen. Weil ich gebe nicht auf. Irgendwann will ich hier nochmal einen richtig geilen Alien Blaster haben.
So, den nehmen wir mit. Und da ich ja jetzt sowieso ins Camp muss, kann ich auch das kleine Stückchen laufen. Könnten wir rein theoretisch den Alien Blaster, den ich jetzt schon bei habe, gleich nochmal rollen. Mal sehen, vielleicht ist es ja jetzt dieser Alien Blaster, der mich heute von den Socken haut. Tut das nicht weh? Nö. Sowas tut nicht weh. Das ist ganz normales. So, Waffenwerkbank. Alien Blaster ist sogar 50. Wunderbar. Drei Dinger drauf und es ist Killers geworden. Ach du Heilige, weg damit. Bloß in den Müll. Da brauche ich die restlichen Perks gar nicht erst angucken. Wenn Sie auf einen gefallenen Bruder stoßen, so, dann zollen ja, Sie ihm mit Respekt. Hier noch die Karotteneimer. Dann können wir schon abgeben. Denn passt das. So, Fleisch. Der unzeitliche Jäger in seinem Element. Wie er wehrlose Red-Hirsche aufspürt und erlegt, damit unsere Gäste sie verspeisen können. Ach, wunderbar. Diese Red-Hirsch-Steaks sehen wirklich gut aus. Ich liebe das Geräusch von rohem Tierfleisch, das über einer heißen Flamme brutzelt. Wo kommt der Ghoul her? Das ist der Tool-Ghoul. Ja, aber jetzt hört er auf zu quatschen, weil hier Ghule jetzt... Wo kommen die ganzen Ghule auf einmal her? Jetzt rennt er nämlich weg wie so ein Schisshase. Ei, Mann. Gut gemacht, galanter Grünrock. Die Steaks gelingen sehr gut. Ei. Wirklich beste Stücke. Lass mich raten, irgendjemand hat Hemlock Holz und das ist bestimmt Mausi und Sie müssen mir einige hat überrannt lassen. Daher sind Ghule. Oh, und falls Sie erwischt, ne? Die Zucker Radioaktivität, ne? Was ist denn das für Kopf? Hast du schon die ganze Zeit nicht? Ich krieg nichts. Okay. Ich stehe da voll in der Bombe und krieg nichts, null. Gut, aber machen wir jetzt hier erstmal nochmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Tschüssi.